Thalesseel an der Nordseeküste südlich der beiden ostfriesischen Inseln Spiekeroog und Wangerooge. Ein Eldorado für Drachenflieger. Als wir dort waren, gab es eine Drachenflugschau zu bestaunen direkt am Strand. Wir fliegen zunächst einmal über diesen großzügigen Campingplatz. Links seht ihr den Parkplatz mit dem Anmeldebereich. Alles unter uns ist jetzt Campingplatz, zu erkennen an der Rasenfläche. Im Hintergrund direkt die See und jetzt ins Bild kommend auf der rechten Seite den Wohnmobilstellplatz bis hin zu dem kleinen Dreieck, wo ihr hinten in der Straße seht. Wir fliegen jetzt weiter in Richtung auf die Mole. Die Mole selbst ist auch ein Bestandteil des Wohnmobilstellplatzes, aber leider ist es da sehr schwer, einen Platz zu bekommen. Der Schwenk über den Hafen und der Blick dann über Thalesseel. Die Stellplätze am Campingplatz und auch auf der Mole kosten 14,50 Euro pro Tag und dann nochmal 3 Euro Kurtaxe pro Person. Der Strom geht extra. Außerdem gibt es noch ein beheiztes Meerwasserschwimmbad, das ist dann auch inklusive. Im Mittelpunkt das Sanitärgebäude, das liegt genau zwischen dem Campingplatz und dem Wohnmobilstellplatz und wird von allen gleichzeitig benutzt. Meines Wissens ist es das einzigste Sanitärgebäude. Später stelle ich es nochmal im Detail vor. Wenn man in Thalesseel ankommt, an dieser riesigen Campinganlage, dann ist man zuerst mal hier an diesem Kreisverkehr und man fährt dann automatisch, weil man hier hinten den Campingplatz vermutet, fährt man dann automatisch hier, wo man den Stellplatz vermutet und wo auch der Stellplatz ist. Hier ist dann die Zufahrt. Da vorne die Schranke geht automatisch auf. Man denkt, okay, da hinten in diesem Gebäude ist auch die Rezeption. Aber weit gefehlt. Man muss sich dann durchfragen, es gibt keinerlei Hinweisschilder. Die eigentliche Rezeption befindet sich dort hinten, wo dieser große Parkplatz jetzt zu sehen ist. Und dort ist ein kleines Holzhäuschen und das ist die Rezeption für Campingplatz und Stellplatz. Die Schrankenanlage hat sich automatisch geöffnet und beim Verlassen öffnet sie sich auch wieder automatisch ohne irgendeine sichtbare Kontrolle. Diese Informationstafel, die ist mir jetzt erst aufgefallen. Hier jetzt im Vordergrund die Container für die Müllentsorgung. Dann links neben dem Sanitärhaus sieht man einen mobilen Wochenmarkt. Morgens und abends ein paar Stunden geöffnet. Da ist dann auch Brötchenservice und einige Sachen kann man auch kaufen wie in einem kleinen Supermarkt. Und jetzt nehme ich euch mit in das zweigeschossige Sanitärgebäude. Im Erdgeschoss WC für Frauen, ein Familienbad, behindertengerechtes Rollstuhlbad, noch ein Familienbad und die WC-Anlage im Erdgeschoss. Noch einmal Toiletten im Obergeschoss und jetzt gehen wir in den Dusch- und Waschbereich, getrennt für Damen und Herren. 7 Duschkabinen, diverse Waschbecken, auch ein kleines für Kinder. Alles sauber und sehr neuwertig. Wenn man an den Strom will, ist ein langes Stromkabel unbedingt Pflicht, denn wenn man so in der Mitte der Reihe steht, braucht man schon mal 25 Meter Stromkabel. Ansonsten kostet der Strom 4,50 Euro pro Tag, 16 Ampere Absicherung. Am Ende der Reihe nochmal Abfallbehälter, dann eine Camper Clean Station. Man kann die Kassette aber auch manuell hier entleeren und einen Bodenablass. Zwischen der Stellplatz Mole und dem Zugang zum Campingplatz bzw. zum Stellplatz liegt nochmal ein sehr großer Fahrradabstellplatz. Der war gestern, als wir ankamen, auch komplett voll belegt. Und ein riesiger Kinderspielplatz. Im Hintergrund auf dem Hügel sieht man dann ein Restaurant. Hinter dem Restaurant der Hafen von Thalesseel. Dann hier auf der Landzunge
jetzt noch nicht in Betrieb, also auch ungefüllt, ein Schwimmbad mit Schwimmaufsicht. Und hinter dem Schwimmbad sieht man dann, jetzt ins Bild kommend, den Stellplatzbereich Mole. Wir haben gestern die Zufahrt dahin nicht gefunden. Hätten wir auch nicht anfahren brauchen, denn der Stellplatz war voll belegt. Die Zufahrt erfolgt hier vorne über die Schranke. Man muss sich aber auch hier zuerst an der Rezeption melden. Und wir hatten sowieso Glück, dass wir einen der drei letzten Stellplätze auf dem Stellplatz bekommen haben. Auf dem Campingplatz wäre noch Platz gewesen. Der kostet 10 Euro mehr. Aber der einzigste Unterschied zwischen Campingplatz und Stellplatz, der Campingplatz ist mit Rasen und der Stellplatz mit Betonsteinen ausgelegt. Nochmal ein Schwenk über die ganze Gegend. Im Hintergrund die Strandkörbe und die Nordsee. Einmal Strandkorb mieten gehört natürlich dazu. Das ist Karolinensiel. Wir waren da drüben beim Heimathafen essen. Super lecker. Und jetzt fahren wir mal wieder zurück zum Campingplatz. Und vorher wollen wir noch Fisch kaufen. Auf dem Weg zurück zum Campingplatz fahren wir zur Küstenräucherei Albrecht. Die haben alle möglichen Fischsorten. Wir mögen am liebsten den geräucherten Matjes. Wir verlassen den Campingplatz und fahren weiter Richtung Norden an die Ostsee. Auf dem Weg dorthin liegt Hamburg, also ganz klar, da mussten wir natürlich auch noch mal wieder hin. Da waren wir schon öfters, eine unserer Lieblingsstädte in Deutschland, und wir haben dort auf dem Fischmarkt geparkt, auf dem dortigen Stellplatz. Kostet 14 Euro und liegt direkt neben der Fischmarkthalle. Wenn ihr mal lecker essen gehen wollt, empfehle ich das Restaurant Roatan. Das liegt direkt auch am Fischmarkt, etwa 50 Meter von dem Stellplatz entfernt, mit karibischer Küche. Das Ambiente ist schrill bunt und man sitzt so, als wäre man in einem Aquarium. An den Landungsbrücken starten viele Barkassen zu Hafenrundfahrten und auch die Fähre Nummer 62 nach Övelgönne legt hier ab. Da kann man an der Elbchaussee entlang zum Strand schippern. Geht es aber für uns weiter an die Ostsee. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Video, die zwei Löfflers.